echt gut. Jo, weiter geht's. Ihr seht schon unten, das ist ein Pirat, den wir wahrscheinlich besiegen müssen. Und wir kämpfen am Vulkan. Der Vulkan. Es gibt 1200 Münzen zu finden. Wow, okay. Huch, ich wollte noch spielen. Nein, so jetzt. Der Vulkan, okay, das wird ein Geraffel. Ich merke das schon. Unser Freund, der Pelikan, bringt uns mal wieder. Nö, hä? Gleich wirst du die Pyramide betreten, in der der Schatz verborgen ist. Mit diesem Schatz kannst du den Bossman auszahlen. Du musst aber alleine hineingehen. Ich fürchte mich im Dunkeln. Also diese Synchronisation ist wirklich eines der schlechtesten Beispiele, die ich je gesehen habe. Köstlich, köstlich. Der Typ hat echt, also, wer den auch immer gesprochen hat, der muss noch ein paar Stunden nehmen. Das könnte ich, glaube ich, tatsächlich besser. Übrigens heißt das mit anderen Worten, wir haben noch gar nicht den Schatz gefunden. Und wir müssen Bossman bezahlen, der heißt also Bossman. Ja, nee, ist klar, ey. Rein da, komm, wir fangen mal hier an mit Geld. Mit Geld fange ich die Episode immer gerne an. Ach ja, also war das nicht eine überzeugende Darstellung von Angst, die unser Freund da eben... Ah, was ist das denn? Feuer! Gerade gezeigt hat, also ich fand das schon sehr, also angsteinflößend. Ich habe mich direkt mit dem verbunden gefühlt. Oh, da kam Feuer. Feuer ist nicht so cool. Oh! Ich habe noch keinen Boomerang. Möchtest du mir vielleicht... Jawohl, so. Jetzt geht's ja in den Kragen, Mr. Bossman. Okay, heißt nicht wirklich Bossman, aber... Bossman klingt so cool. Hüpf. Jawohl. Da, zack, ey. Ist auch ein sehr gottgleiches Duell. Erstmal hier Boomerang-Man gegen geiles Schießgewehr-Typ, der übrigens auf hier... Oh, diese blöde Wand, ey. Ich hasse Feuerwände jetzt schon. Das kann ja nicht schön werden. Was ist das denn, ey? Ah, kann ich da dran vorbei? Ich glaube nicht. Also jetzt. Ey, da hinten gibt es ja noch Dinger. Das war eigentlich ein instinktiver Fallschuss, weil ich mich verdrückt habe. Oh mein Gott, hier geht in so viele verschiedene Richtungen. Was ist denn jetzt die richtige? Ich gehe mal hier lang. Da geht's ja noch weiter. Ey, bitte sag mir, dass die Tür jetzt nicht gleich aufgeht. Hör auf, mich zu schlagen. Das gefällt mir nicht. Bitte nicht. Was dafür? Was wurde? Zack. Oh, 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 oh. Geile Scheiße. Ja, okay, hier konnte ich hingehen. Perfekt, okay. Also ist das quasi einfach nur ein Rundgang. Wie ich da auch immer hinkomme, keine Ahnung. Jetzt haben wir hier Indianer Chaos-Style. Ich habe dieses Gefühl, dieses Spiel verbindet so ein paar Filmklischees ganz nett. Hier habe ich zumindest so im Urin, dass es das eigentlich die ganze Zeit versucht zu tun. Das macht es auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich muss teilweise echt schmunzeln. Kann ich hier irgendwie... Vielleicht mit Boomerangs irgendwas aus... Na? Kann ich irgendwas erreichen mit? Nö. Okay. Kann ich irgendwas schlagen hier vielleicht? Nein, so definitiv nicht. Vielleicht geht's ja auch einfach nicht weiter. Man weiß es nicht. Vielleicht muss ich ja auch jetzt hier rechts hier rein. Ah, da ist auf jeden Fall ein Weg. Das heißt, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Ich will da noch nicht rein. Diese Kiste wirkt sehr ominös mit diesem Bitte steig ein oder was das auch immer darstellen soll. So, ich kann nicht da reinspringen, ja. Wow! Jetzt spielen wir Metal Gear Solid. Wir sind der Mann in der Kiste, kennt man ja. Und damit können wir natürlich jetzt durch diese, ja, materieneutralisierten Strähle durch, weil wir wissen ja alle, dass Kisten anscheinend nicht verwundbar. Dagegen sind menschliche Haut schon. Sehr interessante Physik hier. Komm rein, Dakao. Komm, geh in die Kiste. Nein, ey, stirb. Ich krieg noch nicht mal Sterne für die, das ist sehr nervig. Aber ich kann immer noch Gold aufsammeln, ja. Was ist das denn jetzt schon wieder für eine Kiste? Ich bin langsam überfordert. Das kam mir übrigens eben so vor, als hätte Kao einfach mal die Vase kaputt gerannt. Das wäre ja auch sehr schön gewesen. Komm, rein da. Nein. Ach, ich kann... Ach so, ich kann hier nicht hoch, weil ich kann nicht mit der Kiste springen. Aber ich kann noch abspacken. Das ist schön. Ja, und nun? Kann ich dich irgendwie in eine Richtung schlagen, oder? Ich kann dich... Natürlich kann ich dich schieben. Was eine Überraschung. Aber ich... Wahrscheinlich... Bleibt mir nichts anderes übrig, als hier drüber zu springen, ne? Ja. Was eine Überraschung. Und jetzt Schalter drauf. Und jetzt geht das da hinten auf. Das ist schön. Komme ich denn auch irgendwo wieder hier raus? Ja, hier. Aha. Alles gibt einen Sinn, wenn man nur lange drüber nachdenkt. Oh, oh, fuck, fuck, fuck. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Naja, was soll's. Alles wird gut, solange du wild bist. Ist das nicht ein schöner Film gewesen? Komm hier rüber. Machen wir es nicht so dramatisch und jetzt können wir endlich hier lang. Ah, ist das ein Traum. Kaputt und... Ah, schön.
Na, ich habe den Flammenmann schon gesehen. Dann muss ich jetzt lang. Ich drück noch mal drauf. Okay, jetzt zeigt mir nicht mehr an, wo ich... Blödes Kackding. Ich versuche doch nur meinen Weg zu finden. Ist da hinten irgendwas aufgegangen? Nö. Manchmal sollte man auch den Zwischensequenzen, die man vorgezeigt bekommt, ein wenig Beachtung schenken. So kleiner Tipp so am Rande, ne? Als erfahrener Pro-Gamer weiß man das natürlich. So, die Kiste ist jetzt auf der anderen Seite. Also an die komme ich nicht mehr so leicht dran. Kann ich jetzt irgendwo... Da kommt erstmal Mr. Feuermann. Ich kenne dich. Ich falle nicht nochmal drauf rein. Und nun? Ah, okay. Also richtig gelaufen. Schön. Schön, schön, schön. Dann ab da in die Glocke. Ah, fühle ich mich gleich heimisch hier. Und ein bisschen Leben kann auch nicht schaden. Mal Kamera drehen und... Oh, über Lava fliegen. Geile Scheiße. Woo! Der Super K.O. Der fliegen kann und dabei sogar... Wow, da musste ich kurz verstummen. Oh Gott, ein Skorpion. Ja, haha, schön oben drauf. Weil ich kurz Angst hatte, in die Lava zu fallen, by the way. Übrigens, Skorpione sind in der Natur überhaupt nicht kämpferisch. Die scheuen sogar tendenziell immer vom Kampf zurück. Das kenne ich, weil ich auf YouTube Insekten vs. Arachnid geguckt habe. Ist das nicht eine schöne Serie? Typische Japaner-Fernsehen. So, wo kommt der Feuermann? Feuermann? Oh, der Feuermann will mich gar nicht umbringen. Das ist der Herz allerliebst, Feuermann. Nur wo ist... Kannst du mal... Danke. Oh, jetzt müssen wir hier ein bisschen snipen. Oh, kann ich da durch den Spalt werfen? Nö, kann ich nicht. Also muss ich warten, bis er hier ist. Oder ich laufe nach vorne, aber das ist mir zu blöd. Treffe ich ihn noch? Nein. Kann ich hier durchwerfen? Weicht sogar aus. Was ist der denn für einer? Hör auf aufzuweichen. Du bist ein Mann und keine Made. Wie viel habe ich noch von den Dingern? 10 Stück, okay. Oh, ich kann ja sowieso einen Nachschub holen. Oh, jetzt komm, jetzt gib endlich mal auf. Das ist ja nicht mehr feierlich, ey. Niemand will dich sehen. Meine Zuschauer mögen dich auch nicht. Niemand mag dich. Zack, ey, da ist er tot. Und ich wurde trotzdem nochmal getroffen, natürlich. Und dich habe ich schon gesehen vorher. Boah, Münzen ohne Ende. Das ist ja echt der Schatz von Tutanchamun. Wie kommen eigentlich die anderen Typen hier rein, wenn das so schwer wäre, hierher zu kommen? Habe ich mich noch gar nicht gefragt. Da hat es eben geblubbert. Oh mein Gott. Das sieht sehr ungesund aus hier. Ich habe kein gutes Gefühl, aber anscheinend... gerade so gut gegangen. Wo komme ich jetzt hier hin? Okay, ich weiß auch, warum ich kein gutes Gefühl hatte. Alter Schwede. Hüpf, 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 schneller, K.O. Okay, wir haben wieder eine, wie soll ich sagen, Renn-Weg-Sequenz. Das ist kein geiler Name, ist geil. Renn-Weg-Sequenz. Da stehe ich drauf. Eieieiei. Eine Witzke, das ist echt... Wie soll ich sagen, da schießt er mir gerade das Adrenalin so durch die Venen. Das war schlecht. Aber es läuft noch, es läuft noch. Ich mache das hier ganz super. Was verfolgt mich da eigentlich? Eine Kugel, ich nenne sie einfach jetzt mal Hassungskugel. Kommt mir so ein bisschen vor, als würde diese Kugel sehr gerne mich umbringen. Aber das werde ich nicht zulassen. Oh, wow, ab in die Lava. Und das war ganz schön knapp. Und das war mein Tod. Okay. Joa, nicht schlecht, muss ich sagen. Das wirkt doch alles ganz nett. Aber der Anfang von mir war gar nicht so schlecht. Weswegen ich behaupten würde, dass das machbar ist. Vor allen Dingen mit den Münzen, die einen den Weg zeigen. Jetzt wird es schwieriger beim zweiten Durchgang, fällt mir gerade auf. Weil es keine... Die Steuerung ist gerade ein bisschen indirekt. Weil es keinen Weg gibt, rauszusehen, wo dieses Ding ist. Das hier. Aber es sind doch... Die sind relativ fair positioniert. Wieso habe ich den Fehler beim letzten Mal nicht gemacht? Ich steuere übrigens das Ganze mit dem Digipad, weil ich lieber mit dem Digipad steuere. Aber ich merke gerade, dass es bei dieser Sequenz leichte Probleme gibt. Also es steuert sich... deutlich indirekter. Und da switche ich doch einfach mal direkt hier oben auf meinen Analogstick. Das kann ich mit nur einem Tastendruck machen, wenn das nicht Herz allerliebst ist. So, schaffe ich das eigentlich mit einem Sprung? Jawohl, okay, hier haben wir schon mal ein bisschen Zeit rausgeholt. Dadurch... Jawohl, immer schon zentral bleiben. Immer schon zentral Versicherung, ne? Wenn's Leben auch brenzlig wird. Warum rede ich eigentlich über so einen verrückten Dialekt? Ich weiß es nicht, schlechte Angewohnheit. Ach ja, freut ihr euch auch schon an auf Silvester? Ich ja schon. Ey, nächstes Jahr wird so göttlich. Ey, Harry Potter, da freue ich mich ja selbst schon wieder drauf. Und das andere Spiel, was auch fabulös wird. Ich hoffe, ihr bleibt aber auch K.O. noch ein bisschen treu, weil eigentlich ist dieses Let's Play doch ganz gut, muss ich sagen. Finde ich mich selbst schon selten. Okay. Ey, da war eine Münze. Das heißt, da war ich das letzte Mal anscheinend gestorben. Ja, komm jetzt, K.O. Ist jetzt auch langsam mal gut. Was ist das denn für eine Passage, ey? Wo kommt eigentlich schon wieder die Lava her? Ich habe das Gefühl, die Spieleentwickler hatten irgendwas für Lava. Die tendieren nämlich dazu, einem ständig die Lava ins Gesicht zu schmeißen. Egal, so, das haben wir geschafft.
Und jetzt wechseln wir aufs Digipad. Schön. Komme ich hier irgendwie auch durch? Jawohl. Und hier sind geile Truhen mit mehr Geld. Oh mein Gott, das Level wird noch so lange gehen, weil ich noch nicht dermaßen viel Geld gesammelt habe. Und wir wissen alle, dass es verdammt viel Geld ist, was wir hier finden können. Sehr schön gemacht, Mr. Möhr. Kann ich jetzt mal hier... Ich kann den Typ nicht anvisieren gerade. Das ist sehr eklig. Weil wenn ich ihn nicht anvisieren kann, dann habe ich auch keine da. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Gut, das war ein bisschen tricky. Irgendwie treffen meine Boomerangs nicht auf die Distanz. Wieso kannst du die nicht werfen auf die Distanz? Meine Güte, stell dich nicht so an. Wie er ausweicht. Was soll das denn? Habe ich den jetzt nicht getroffen? Jetzt triff halt mal, Kao. Jetzt hat er einmal getroffen, ey. Das hier ist kein Spaß gerade. Ach ja, wunderschön. Wunderschön. Manchmal liebe ich mein Leben übrigens auch, Leute. Keine Sorge, ich krieg das schon mit, dass ich sehr fabulös bin. So, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen dodgen. Zack, ey, zack. Oh, was ein junger Gott ich bin. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, den Typen hier mal ein bisschen zu hauen. Mit Special Tactics. Oh, fuck, jetzt hüpft er hier. Versteck dich halt hinter der Wand, du Eumel. Zack, ey, du kannst mir nicht fliehen. Geh doch dahin, ne? Geh doch dahin, ich treffe dich trotzdem. Okay, vielleicht auch doch nicht. Stirb. Ja, wer macht denn nur den... Juhu, getroffen. Und ich musste ihn sogar umbringen. Ist hier noch irgendwas? Jawohl. Oh, einmal falsche Taste gedrückt und schon wird man bestraft in diesem Spiel. Die Münze will ich haben. So. Und rüber. Ja, zack, ey, 189. Traum. Da noch ein paar von... Ich glaube, ich komme auf 200 von den Kristalldingern. Dann kann ich wieder Minigame freispielen. Yay. Die eh keine Sau interessieren. Nicht selbst eingeschlossen. Ey, nein, ist ja noch... Oh, 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 das sind ja nur Bomben drin. What the actual? Warum sind ja nur Bomben drin? Das ist ja ein toller Schatz, ey. Ja, kannst du den jetzt mal anvisieren, bitte? Danke. Und dann drücke ich immer die falsche Taste. Ich stelle mich aber auch ausgerechnet in diesem Spiel dumm an, ey. Da weiß ich zumindest, Harry Potter ist das einzige Spiel, was ich gut kann. Und League of Legends. Das kann ich auch, aber es ist nicht vergleichbar mit ihm hier. Das hier ist nämlich traumhaft viel besser. Komm jetzt, hüpf. Danke. Du bist aber auch ein unfreundlicher Gesell, ey. Du hüpfst immer... Stirb! Stirb! Wie viele habe ich noch? 6 Stück. Komm jetzt. Nimm. Nimm und sei zufrieden, ey. Lebe lang, aber bitte stirb. Oh. Zack, ey. Einmal durch mit dem Kopf. Da nochmal eins eingesammelt. Das wird ein langes Level, habe ich das Gefühl. Das ist ziemlich gestreckt irgendwie. Oh, da sind übrigens doch Münzen drin. Hier nicht. Ja, aber schon. Einmal durchrollen. Lulapalooza. Gib mir noch einen Stern. Ah, ein Traum. Da nochmal hier ein bisschen was. Irgendwo ist hier bestimmt auch ein verstecktes Level, wenn man in diesen Kessel reingeht oder so. Aber, möchte ich das Risiko eingehen? Ich meine, wenn ich da jetzt... Ich möchte es eingehen. Ich sehe da oben schon ein Zeug. Ey, da ist Zeug, ne? Ich muss Zeug haben, tut mir leid. Hat ja gut funktioniert. Wie komme ich da denn jetzt hoch? Ihr seht das auch. Moment, ich muss die Kamera entsprechend drehen, dann seht ihr es, glaube ich, auch. Wenn die Kamera mal wieder ein bisschen runtergehen würde. Ach, vergiss es. Mir egal jetzt. Auf jeden Fall konnte man da oben eben was sehen. Soll mir jetzt auch recht sein, ich will. Stirb! Dark End, sogar noch die Vase zerstört. Auf jeden Fall war da Zeug. So, konnte man kurz... Ah, zu viel Gegner. Wo kommt ihr denn alle? Okay, okay, Spinnen kann man verstehen. Ich glaube, Spinnen gibt sogar Sinn, dass die hier sind. Oh, Leben. Das ist... Ach, hier, okay. Das war übrigens das Zeug, was ich meinte. Spinnen kann man noch verstehen. Okay, nein. Muss ich darüber oder kann ich hier auch hin? Ich versuch's mal so. Ah, Secret-Zeug. Ich wusste doch, dass ich das hier irgendwas gesehen hatte. Naja, auf jeden Fall Spinnen kann man noch verstehen, aber diese komischen Jägertypen, ich weiß nicht, was die hier machen. Vor allen Dingen waren die doch mit meinem Freund dem Papagei beschäftigt, oder nicht? Ach, was weiß ich, ey. Was weiß ich. So, geht auf. Ich dachte schon eben, jetzt wäre hier Dead End oder so. Das wäre ja nicht gerade Chocosell gewesen. So, einmal getroffen. Ach, ich... Stirb, Mann. Ich hasse dich. Du kriegst mich jedes Mal, aber nur, weil ich selbst so dumm bin. Ist da irgendwas? Ah, wusste ich doch. Ey, schon wieder Lava. Ich glaube, nach diesem Let's Play werde ich nie wieder Lava sehen können. Huch. Wieso kann ich die Kamera hier nicht drehen? Ach so. Ein Aufzug. Einmal Aufzug fahren, bitte. Oh. Oh.
Wusstet ihr eigentlich, dass man in Aufzügen tatsächlich sogar andere Etagen vermeiden kann als die eigene? Also quasi, dass man zuerst woanders hinfährt, vermeiden...